nicht weit von den Adonisrosen. Dort, wo die Oder sich verengt und ein leuchtend goldener Hering hoch am Rathausgiebel hängt, da liegt eine Stadt, die sich Frankfurt nennt. Bei klarem Licht sieht man im Fluss die Wolken treiben. Entlang der Ufer aber, zwischen Backstein und Plattenbau, trifft man auf Leute mit Geschichten, die sie dem Fremden gern berichten. Hallo, ich bin Agnieszka und wohne gleich nebenan, in Słubice. Früher waren Frankfurt und Słubice eine Stadt. Aber das ist lange her. Von hier hat man den besten Blick auf Frankfurt, wo überall dieser Mann zu sehen ist. Heinrich von Kleist, der berühmteste Sohn der Stadt. Die Frankfurter haben ihre Stadt regelrecht zugekleistert. Es gibt das Kleist-Museum und das Kleist-Forum, eine Kleist-Route und ein Kleist-Wohnheim. Und für Genießer sogar eine Kleist-Schnitte. Lecker! Wer aber war eigentlich dieser Heinrich von Kleist? Ich habe mich mal etwas umgehört. Heinrich wurde 1777 geboren. Weil es zu dieser Zeit jede Menge Kriege gab, lebten in Frankfurt viele Soldaten und ihre Familien. Militär, wohin man blickte. Auch die Kleists gehörten dazu. Aus ihrer Familie stammten viele berühmte Offiziere, wie zum Beispiel Ewart Christian von Kleist. Der ist so berühmt, dass bis heute ein Findling an seinen heldenhaften Tod erinnert. Natürlich sollte auch Heinrich, wie seine Vorfahren, Offizier werden. Schon mit 14 Jahren bekam er eine Uniform. Aber nach ein paar Jahren hatte er genug vom Kasernenleben und wollte das Militär wieder verlassen. Das soll ein Skandal gewesen sein. Sogar der König war empört. Doch Heinrich blieb stur und kündigte. Denn er hatte neue Pläne. Er wurde Student an der Viadrina, meiner Universität. Wie die 7000 Studenten, die heute hier studieren, träumte auch Heinrich von großer Weisheit und einem Leben als Gelehrter. Er studierte und studierte. Doch bald soll ihn das viele Wissen so geplagt haben, dass er die Lust am Studium verlor. Sein neuer Plan hieß, das Herz der Nachbarstochter Wilhelmine zu erobern. Eines Tages schrieb er ihr einen Liebesbrief. Zunächst gab sie ihm einen Korb. Doch Heinrich gab nicht auf und kam auf eine List. Er bat Wilhelmine, ihm zu beschreiben, wie sie sich den idealen Mann vorstelle. Diesem Bild soll Heinrich so ähnlich geworden sein, dass Wilhelmine nicht anders konnte und in die Verlobung einwilligte. Kaum aber hatte Heinrich ihr Herz gewonnen, suchte er sich wieder neue Ziele. Wie das Studium ließ er auch Wilhelmine in Frankfurt zurück. Er zog hinaus, die Welt zu entdecken. Viele Frankfurter meinen, mit ihrem Heinrich sei das immer so weitergegangen. Rastlos und von einem Projekt zum nächsten. Aber seine Bücher machten ihn später sehr berühmt. Und auch wenn er nicht mehr heimkehrte für die Frankfurter, ist er bis heute einer von ihnen. Sie sind sehr stolz auf ihn. Ich muss jetzt los. Meine Vorlesung fängt gleich an. Wenn Sie es genauer wissen wollen, im Kleist-Museum kennt man die ganze Geschichte. Auf Wiedersehen! Vielleicht sehen wir uns ja mal in Frankfurt.